Wir sind hier an dem Aussichtspunkt des Tagebaus Hambach in Elsdorf. Mein Name ist Karl-Heinz Ochs und ich komme von der Initiative Bergbau geschädigt auf 50189. Also den Tagebau Hambach, den man hinter mir sieht, ist ungefähr 12 Kilometer lang, 4 Kilometer breit. Man sagt im Schnitt zwischen 45 und 48 Quadratkilometer. Gearbeitet oder die Kohle gefördert wird zurzeit in dem Bereich zwischen 400 und 420 Metern. Das ist die Tiefe, die wir haben. Es war ein riesiger Eichenwald hier gewesen. Hier konnten sie stundenlang laufen. Mitten in dem Wald waren alte Gutshöfe mit drin gewesen. Langens hatten hier auch noch alte Burgen und so weiter gehabt. Und das ist im Laufe der Jahre, dann nachher in den 70er Jahren, einfach ohne Rücksicht auf Verluste abgebaggert worden. Die hatten unter Denkmalschutz gestanden. Es hat etliche Reiterhöfe auch gegeben, die unter Denkmalschutz standen, etliche andere Gebäude. Aber Denkmalschutz ist, wenn RWE das für die Kohle möchte, dann interessiert Denkmalschutz nicht mehr. Man erlebt das ja jetzt zum Beispiel in dem Tagebau Gachtsweiler, da gibt es den Ort Immerath, der abgebaggert wird. Da gibt es eine Kirche, die von vorne aussieht wie ein Dom. Man sagt da immer der Immerate Dom dazu. Eine wunderbare Kirche, die wird im Ende Oktober entsegnet, wie die katholische Kirche dazu macht, und dann wird sie auseinandergerissen. Kommt aus der Region, das hatte ich ja eben mal kurz erzählt. Hier war ein riesiger Eichenwald, ein wunderbares Gebiet. Und ich kenne auch RWE, was früher mal Rheinbraun ist. Da waren das kleine Gruben gewesen in Fortuna, in Bergheim, in Frechen und so weiter, die nicht diese Ausmaße hatten wie die Tagebaue heute. Man kannte die Gefährlichkeit zu der damaligen Zeit noch nicht. Man ist da ganz anders mit umgegangen. Heute gibt es genug Ärzte, heute kennt man die Gefährlichkeit der Tagebaue, aber die Politik tut nichts daran. Es wird im Grunde genommen totgeschwiegen. Wir beschäftigen uns in den letzten Jahren konkret mit der Dreckbelastung, der Feinstaubbelastung, radioaktive Belastung und Lärm. Sie hören das jetzt ein bisschen im Hintergrund, dieses Rauschen. Und dieses Rauschen haben Sie auch in enormem Maß die gesamte Nacht durch. Mittlerweile haben wir Punkte, wo zum Teil diese Arbeit nachts eingestellt wird. Aber trotzdem, wir haben sehr, sehr viele Nächte, wo Sie diese Lärmbelastung haben und die geht bis zu 50 dB rauf. Jede Nacht messe ich und wir geben permanente diese Messwerte an das Bergamt weiter.
und an die Bezirksregierung in Arnsberg, weil doch das Bergamt ansässig ist, und fordern von denen Aufklärung. Nur sind die Bergämter natürlich in dem Sinne sehr, sehr stur und brutal. Die sagen, das, was sie messen, interessiert uns nicht. Genauso ist es im Prinzip mit den Feinstaubbelastungen. Ja, es werden dann keine Messstellen aufgestellt und die sagen immer, das sind Behauptungen. Aber im Endeffekt, klar belegen können sie das nicht. Das wird dann lediglich mit Berechnungen gemacht. Und dann sagt man in den Berechnungen, so, das kommt dabei raus, da ist nichts. Und das Bergamt deckelt das. Ja, das heißt, das Bergamt sagt, das ist in Ordnung. Wir haben ja bis jetzt eine vernünftige Messstation gehabt in Niederzier. Die Niederzierer haben die letzten Jahre, haben die 35 Tage überschritten. Und dann haben wir eine Messstation verlangt nach Berndorf, die haben wir auch für 2013 bekommen. Jetzt kommt allerdings ein Problem mit dazu für dieses Jahr. Wir hatten zum Beispiel die ersten 5 Monate sehr schlechtes Wetter, sehr viel Regen, keinen Sonnenschein und auch keine Tage, die man normalerweise sagt, das ist eine Wetterlage für Feinstaub. Und dieses halbe Jahr ist natürlich in dem Sinne, dann gibt es keine Messungen, dann kommt nicht immer eine Überschreitung. Ja? Wir haben bis jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Niederzier 24 Überschreitungen und in Berndorf haben wir 14. Die Feinstaubbelastung sind also die Partikel PM10, wie sie in Deutschland gemessen werden. Aber ganz gravierend sind die Partikel, die kleiner wie PM10 sind, bis PM2,5, die also mit allen Schadstoffen wie Polonium und Radium, die sich an diese Partikel andocken, in die Luft gehen und dann durch die Menschen, die hier am Tagebaurand wohnen, eingeatmet werden. Und diese kleinen Partikel sind lungengängig, das heißt, sie sind so klein, dass sie über diese ganzen Lungenhärchen nicht mehr aufgefangen werden und gehen dadurch in die Lunge rein. Und wenn sie in der Lunge drin sind, dann sind sie auch im Blutkreislauf des Körpers mit drin. Also das, was wir so sehen, wenn ich mit meiner Frau durch Berndorf gehe oder in Berndorf in einen Kaffee setzen und einen Kaffee trinken und wir besprechen mit vielen Menschen, weil meine Frau Berndorfer ist, dann hört man quasi nur noch, hast schon gehört, der hat Krebs, der hat Krebs, der hat Krebs. Also wir hören das unwahrscheinlich, dass hier unwahrscheinlich viele Krebskrankheiten sind. Und wir hatten vorige Woche Besuch von Bekannten, die wohnen in Germersheim unten bei Karlsruhe, also in der Pfalz. Und ich habe die extra nochmal gefragt, wie sieht es eigentlich aus in der Pfalz? Ist da auch nur noch ein Gesprächsthema Krebs und so weiter? Und dann kriege ich nur immer zu hören, nee. Die sagen auch, also Krebsfälle gibt es auch bei uns, aber nicht in den Mengen, was du mir erzählst. Diese Krankheitsfälle, so gehäuft wie wir haben, kennen andere Gebiete nicht.